Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Lercher. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, aus gesamtsteirischer Sicht, wenn man sich den Rahmenplan und das Zweckzuschussgesetz für Graz ansieht, dann ist es natürlich zu begrüßen, weil hier in wichtige Infrastrukturprojekte auch Milliarden an Euro fließen. Und ich glaube, bei aller Kritik, die es ja gibt und auch zu Recht gibt, auch das muss man betonen. Und das ist ein wichtiger Schritt, vor allem für die Entwicklung meines Heimatbundeslandes. Wo aber auch viel Licht ist, gibt es auch Schatten. Und ich möchte vor allem speziell auf die Obersteiermark hinweisen, geschätzte Frau Ministerin, und das ist mir klar, da gibt es Landesaufgaben, die im Vorfeld zu erledigen sind, da gibt es regionale Aufgaben, die im Vorfeld zu erledigen sind, aber bei all den Milliarden, die Sie hier verschieben, ist es wichtig, auch den ländlichen Raum in diesen Transformationsprozess mitzunehmen. Und wenn wir, weil zum Schluss, wenn wir dort von Privatbahnen, Landesbahnen sprechen, im Konkreten von der Lavantalbahn, und von der Murtalbahn, dann sind diese Projekte bei weitem nicht so integriert, wie wir uns das vorstellen. Und dort braucht es am Ende des Tages Bundesgeld und auch eine Planung, die über den Rahmenplan hinausgeht. Wenn der Kollege von der ÖFI-Milliarde spricht, dann hoffe ich, dass die nicht nur in Ballungszentren wie Graz ankommen, sondern auch in der Obersteiermark und anderen Regionen. Dort sind die gleichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und ich glaube, der Transformationsprozess darf nicht nur bei den Ballungszentren enden. Und deswegen hat der Kollege Stöger, glaube ich, recht mit seinem Bundesverkehrszielgesetz, wo er die Anbindung aller Bezirkshauptstädte in einem gewissen Takt in Österreich fordert und den Ausbauplan dementsprechend auch akkordieren will. Das wäre, glaube ich, auch eine regionale Gerechtigkeit für Menschen, die nicht immer von den großen Milliardenbeträgen gesegnet sind. Und dort, glaube ich, würde es auch gut passen, wenn eine grüne Regierung fokussieren würde. Dort würden wir sie brauchen. Im Übrigen sind da ja auch viele Kolleginnen und Kollegen der ÖVP dabei, diese Forderungen zu unterstützen. Ich halte es für gescheit, dass wir das überparteilich auch vorantreiben. Ganz konkret brauchen wir mehr Tempo, glaube ich, bei der Bürn-Schober-Achse. Es geht vor allem darum, dass auch die Obersteiermark noch im hochrangigen Schienennetz mit Direktzügen drinnen ist. Es wird uns, glaube ich, auch gut tun, wenn wir die Bahnsteigverlängerung in Zeltweg ins Auge fassen, auch wenn das anscheinend ein umstrittenes Thema ist. Regional ist es sehr wichtig. Ich bitte darum, dass Sie hier nachschärfen und vor allem auch den regionalen Kontext mitnehmen, denn wir brauchen eine Unterstützung des Bundes und ich glaube, das Geld ist dort hervorragend aufgehoben. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet. Den ländlichen Raum also soll man bei Verkehrsinnovationen mitnehmen, sagt Maximilian Lercher von der SPÖ. Er ist Sprecher für Regionalpolitik.